würde vor allem mit TikTok anfangen. Ich würde vor allem so mit TikTok anfangen. Das ist dieses Ding, mit dem ich tatsächlich angefangen habe zu prospekten. Am Anfang war das immer so ein Ding, so, ja, mit TikTok, ne, mach das weiter, mach deine coolen Videos da. Aber mittlerweile irgendwie läuft das Ganze, weil irgendwie benutzt jetzt jeder auf einmal TikTok. Das ist das Ding. Und das ist einfach so eine geile Sache. Generell Social Media erstmal so von vornherein. Es gibt so viele verschiedene Arten und jeder kann da seine eigene Art für sich finden. Ich kenne sogar Leute, die über Lavoo und Tinder prospekten. So, es gibt kein You have to go like this. Du musst nicht unbedingt mit Instagram, aber trotzdem, Instagram ist dieses Zwischending. Bei TikTok, klar, wir kennen es, hauptsächlich sind da Jüngere. Facebook sind da eher mittlerweile die Älteren. Und Instagram ist da, wo sich so beide Seiten einfach wirklich zusammentreffen und auch die größte Reichweite ist. Das Problem. So, mit Insta, ich denke, die meisten arbeiten hier mit Copy-Paste-Texten oder generell Leute anzuschreiben. Aber so wie wir gerade wachsen, wir wachsen in extrem schneller Höhe, so generell Retired Young alleine, plus noch die anderen Organisationen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gefühlt jede Person irgendwo schon eine Person von IAM in ihren DMs hat. So, jeder hatte schon irgendwo mal eine Anschreibung da. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist eben so dieses Ding. Leute in Deutschland haben dieses komische Bild von Networks. So, für die ist alles LR, für die ist alles Schneeballsystem. Deshalb ist meine Art, wie ich prospekte, das Wichtigste, dass die Leute wirklich auf dich zukommen. Weil wenn du in denen diesen Funken erregst, dass sie auf dich zukommen wollen, dann wollen sie auch die Informationen. Dann ist das denen scheißegal, machst du Network, machst du nicht. Weil dann ist es auf einmal kein Schneeballsystem mehr, kein LR mehr, sonst was. Und das ist eben dieses Ding, was ich euch so mitgeben wollte, wie ihr das so schaffen könnt. Einen mit TikTok. Und zwar, da TikTok ist so ein Ding, es muss ein Video viral gehen, eure DMs sind voll. Mein letztes Video ist tatsächlich viral gegangen, war gar nicht meine Absicht, weil ich mich tatsächlich jetzt ein bisschen zurückgelegt habe mit Prospekten, wollte mehr so auf meine Lieder fokussieren. Mein TikTok ist mit 150.000 Aufrufen viral gegangen, meine DMs sind krank am Platzen, so ich habe 200, 300 Anfragen und komme tatsächlich selber gerade nicht mal hinterher, weil das ist sehr viel Arbeit, weil bei TikTok ist es so, Quantität über Qualität. Also, das sind nicht die qualitativsten Leute. Das erstmal von vornherein. Es scheinen euch extrem viele. Denn irgendwann ist auch, ganz kurz, Leute, ich muss nur schnell eine Tür aufmachen. Deshalb, I'm so sorry, aber ich hoffe, ihr hört mich noch. Das ist das Ding. Und sagen wir mal, 100 Leute schreiben euch. Davon sind mindestens die Hälfte ist überhaupt erstmal 14. Dann ungefähr nochmal 10, 20%, im besten Fall 16, 17. Vielleicht könnt ihr da irgendwelche coolen 17-Jährigen rausholen, die kurz vor 18 sind. Dann gibt es die, die sowieso immer pleite sind, die einfach nur sich die Info holen wollte. Und dann haben wir noch die 10, 15%, mit denen ihr dann fett arbeiten könnt. Die sind Gold wert, das sind geile Leute. Aber die müsst ihr euch finden. So an diese Leute müsst ihr euch teilweise auch wirklich erstmal hoch durcharbeiten, so durch ganz, ganz viele DMs. Aber es ist wirklich wert. Das ist es wirklich wert und ich kann es jedem empfehlen. Und deshalb will ich so generell meine Hacks so ein bisschen teilen, was ich jetzt so gelernt habe. Aber vorweg ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, eine Sache zu sagen. Wenn irgendjemand hier, sagen wir mal ein bisschen so, eine Person ist, die leicht Sachen an sich lässt, so mit Kritik vielleicht jetzt nicht so gut umgehen kann, das ganz, ganz schnell persönlich nimmt, ich bitte von tiefstem Herzen, benutzt TikTok nicht. Benutzt TikTok nicht. Ihr werdet für alles gehatet. Ihr werdet dafür gehatet, dass ihr eine Frau seid, wenn ihr ein Girl seid. Ihr werdet dafür gehatet. Ich wurde für meine Gardinen gehatet auf TikTok. So. Das war so der Hasswelle. Ich wurde gehatet wirklich, dass ich geschminkt bin. Ich wurde geschminkt, ungeschminkt gehatet. Ich wurde dafür gehatet, dass ich als Frau trade. Like, imagine. Dann ganz, ganz schlimm, war auch so eine richtige Hate-Welle, wenn du die Kommentare nicht rechtzeitig löscht, dann ist auch so eine Welle LR, Schneeballsystembetrug. Ich hatte teilweise auch wirklich Drohungen über mein Instagram, dass mir Leute geschrieben haben, ja, tu deine Videos runter, sonst schreibe ich hier, ne? Ich melde deine Online-Shops, ich gehe zum Finanzamt, solche Sachen. Also auf TikTok sind unglaublich viele hobbylose Menschen unterwegs, weil das Ganze nicht so ist wie auf wie auf Instagram, weil Instagram hat in der Regel jeder so einen seriösen Account. Muss nicht unbedingt mit Bildern sein, aber wirklich so mit sich selber, seinem Namen und so weiter. Und TikTok hat sehr viele Zuschauer, aber nicht so viele User. Dadurch macht halt jeder irgendwie so einen Fake-Account. Und dann ist es, ihr wisst selber, mit einem Fake-Account ist ganz, ganz leicht zu haten. So. Das macht gefühlt jeder, so, der so einen Fake-Account hat.
auf TikTok habe ich das Gefühl, wirklich aus Prinzip schon. Aus Prinzip, Girls machen dich runter, Boys machen dich runter. Und ich bin eine Person so, mich interessiert sowas nicht. Weil ich sehe, ich mache meine Sign-ups, ich sehe, ich kann Leuten helfen, so, I don't give a fuck. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sowas ganz leicht an ihr Herz lassen. Und das war auch bei ein, zwei Teampartnern bei mir so. Und deshalb habe ich von vornherein gesagt, ey, wir prospecten nicht so, wir finden eine andere Lösung für dich. Du wirst genauso durchrocken. Aber bitte mach nicht das, weil Mental Health geht über alles. Weil es bringt nichts, wenn du dich runterziehen lässt von irgendwelchen Leuten, die eh, das sind eh Leute, die so oder so unter dir sind. Das ist ja sowieso klar. Aber es bringt vom tiefsten Herzen nichts, wenn du dich dazu runterziehst. Deshalb erstmal überlegt euch, seid ihr ready für TikTok? Seid ihr ready? Und da muss ich sagen, hey, Kommentare sind auch echt geil, weil dadurch geht euer Video viral. Aber da müsst ihr wieder aufpassen, welche Art von Hate-Kommentaren. Sowas wie wirklich Thema Schneeballsystem direkt löschen, weil das verunsichert die anderen Leute, die euch geschrieben hätten. Ganz, ganz wichtig. Das immer löschen. Alles andere, wenn es dagegen geht, dass ihr eine Frau seid, weil ihr geschminkt seid, sonst was, lasst die Kommentare drinnen, weil dann kommen eventuell sogar Leute, die euch verteidigen und dann pusht das den Algorithmus nur, weil immer mehr Kommentare entstehen. Also Hate kann eigentlich sehr, sehr gut sein auf TikTok. Pusht euch hoch. Das zweite Ding, Qualität muss gut sein, so je besser die Qualität, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze viral geht. Und generell TikToks sind halt solche, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die qualitativsten Menschen. Das heißt, das, was sie sehen wollen, einfache Sachen, wirklich einfach straight irgendwie Zahlen. Wie gesagt, nicht unbedingt alles compliance-konform, was ich jetzt so unbedingt auf TikTok gepostet habe, will ich jetzt nicht so duplizieren, aber Leute wollen einfach, ich mache Geld. Irgendwie musst du das so präsentieren auf TikTok und dann kommen die Leute auf dich zu. Weil das ist, was die Leute interessiert. Weil wenn du auf TikTok über Vision, sonst was redest, ich sage euch ehrlich, so, das interessiert die Leute nicht. Könnt ihr über Vision, Dreams, sonst was talken? Interessiert die nicht, die werden weiter swipen. Für die ist es einfach nur so eine inspirational Quote und ihr wisst ja selber, wie die Leute sind. Ah, ja, fühle ich, reposte ich, aber es ist komplett gegen ihre Lebensmoral, was auch immer die machen, so, und bringt die null nach vorne. Deshalb einfach irgendwie sowas, so einfache Sachen, kurze, einfache Sachen Richtung Geld. Das nächste, viele sind so, die sagen so, nee, verrat es nicht mit TikTok, red nicht drüber, aber ich sage so, wer damit prospekten will, ich empfehle es euch vom Herzen, wenn ihr das handeln könnt. Außerdem, das Geile, bei uns das ist es so, irgendwie macht jeder bei uns die Videos nach. Jedes einzelne TikTok, das es bei uns gibt, gibt es mindestens 10, 15 Mal, weil mein ganzes Team, wir machen wirklich nur untereinander nach. Und dann ist es so lustig, teilweise in Follow-ups zu hören, ey, ich glaube, das war ein Zeichen. Ich habe dieses Video irgendwie zwei, dreimal auf meiner For You-Page gesehen. Und dann bin ich so, oh mein Gott, Law of Attraction, so, das muss doch ein Zeichen sein. Und dann sind die Leute so, ah ja, und dann sind sie schon geclosed. Teilweise macht es, je mehr Leute das machen, macht es sogar einfacher. Und da, das Problem ist, ihr müsst ein bisschen darauf achten, was ihr halt wirklich null beeinflussen könnt, ist, auf welche Community, auf welche For You-Page auf TikTok ihr landet. Weil ich habe auch eine Teampartnerin, die landet immer nur auf For You-Page von irgendwelchen komischen Hater-Typen, so richtig unzuverlässigen Leuten. Und ihre Videos sind teilweise auch wirklich viral gegangen und sie hat zum Beispiel bis jetzt nur ein Sign-up. Die andere hatte jetzt 10 Sign-ups nur durch ein Video. Das ist wirklich so, so, so individuell. Und das, was ich weiß, es gibt zwar keine gewisse Regel fürs Algorithmus. Das, was ich sage, ist einfach poste jeden Tag. Früher oder später muss einfach irgendwas viral gehen. Einfach aus Prinzip, es muss irgendwas viral gehen. Wird auch gehen. Wenn ihr live gehen könnt auf TikTok, das ist auch ganz gut. Dadurch kriegt man viele Views, aber ich persönlich mache das nicht. Das ist mir ein bisschen zu nervig. Aber dadurch kriegt man viele Views. Was kann ich noch euch für TikTok empfehlen? Einfach, das ist sozusagen Commitment, Konstanz, wie bei Instagram. Beziehungsweise, ah, das ist das Wichtigste. Auf TikTok könnt ihr ja nicht prospekten. Die Leute können euch auf TikTok nicht schreiben. Ganz wichtig. Und deshalb müsst ihr die Leute immer in eurem TikTok, bei jedem Einzelnen dazu animieren, euch auf Instagram zu schreiben. Deshalb ist bei jedem meiner Videos unten, DM me on IG, schreibt mir auf Instagram. Auch wenn die Leute schreiben, in den Kommentaren, ja, wie kann ich das machen? Schreibt mir auf Instagram. Und dann kommt ihr auch bei Instagram, sollte im besten Fall auch verlinkt sein. Und dann ist wieder dieses andere Ding. Euer Instagram muss on top sein, muss perfectly fine sein, weil das ist eure Visitenkarte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel krass auf TikTok aktiv seid, aber auf Instagram nicht eine Sache habt, dann gehen die Leute auf euer Instagram, schauen sich das Ganze an und ja, okay, cool. Swipen wieder weg, haben das Video vielleicht geliked und die Sache ist gegessen.
Das ist das erste Ding. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass ihr das ausgelegt habt. Das zweite, euch wird nicht jeder schreiben, der von TikTok kommt, aber euch werden mehrere folgen. Das heißt, ihr habt schon mal eine neue Zuschauerbase, die ihr eventuell in Zukunft prospekten könnt. Das heißt, diesen Leuten müsst ihr auch irgendwo eine Show liefern. Für diese Leute müsst ihr auch konstant producen, so Content geben, damit sie sich das Ganze anschauen können, weil sie sind skeptisch und ich traue mich nicht zu schreiben. Und irgendwann schreiben sie. Ich habe Leute, die folgen mir seit Monaten von Anfang an und schreiben mir auch erst jetzt. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Und deshalb, ihr könnt euch ja für die super all-in gehen, schreibt euch zum Beispiel immer die Namen, schreibt euch immer die Namen von den Leuten, die euch folgen, durch euer TikTok auf, dass ihr wisst, dass ihr irgendwann sie anschreibt. Macht es nicht direkt, das sage ich immer. Folgt nicht irgendwie Leuten und dann versuchst du wie so ein richtiger Tiger, wie so ein Puma auf die loszugehen. Ja, komm, willst du finanziell unabhängig werden, dies, das. Leute brauchen diese Sicherheit, diese Ruhe, dass sie sich erstmal alles in Ruhe anschauen können, dass sie das noch 10.000, 20.000 Mal von jemand anderem gehört haben und dann sind sie bereit, dir zu schreiben. Voll normal. Ganz kurz, ich habe gesehen, da war irgendeine Frage, aber ich kann... Meinst du eher so Unterhaltung? Also business-technisch, so benutzt Viral Sounds, irgendwas trendy-technisches. Ich kann ja so meinen TikTok-Namen verlinken, dann später ist wie mein Instagram-Name Kyra, K-Y-R-A-E-G-H, könnt ihr mal ein bisschen abchecken. Hauptsache, irgendwo erwähnt ihr, es geht ums Trading, Geld verdienen. Ich war in der Regel immer so, ja, ich habe mehrere Einkommensquellen, Und ja, und dann ist es wichtig, dass ihr, wie gesagt, das Ganze auf dem Instagram repräsentiert. TikTok, ich sag euch ehrlich, ihr könnt Bullshit posten. Hauptsache, man kann irgendwelche Charts sehen, da könnte Demokonto stehen und die Leute checken es nicht, weil die Leute teilweise auf TikTok wirklich dumm sind. Deshalb schaut einfach, dass der Content geil ausschaut. Dass es irgendwie was ist, so catchy, so teilweise wirklich auf TikTok werden solche Trends ausgelöst, durch so random Videos, so vielleicht kennt die ein oder andere Person das, so diese Sachen, die auf Insta die ganzen IM-Leute machen, wie so oh, voll geil, so am Strand chillen, so alle zusammen, Unity, diese geilen Videos, die jeder von IM macht, die auch ich auch immer versucht zu machen, aber nie hinkriege, das sind Videos, das könnt ihr vergessen auf TikTok. Auf TikTok musst du aber stehen, du willst wissen, wie du Geld machst, schreib mir. Du willst Geld machen, du bist broke, schreib mir. Solche Sachen, so ganz, ganz einfache. Ich frage mich manchmal selber, weil würde ich so eine Person auf TikTok sehen, ich fände es jetzt persönlich nicht seriös und würde sie nicht anschreiben, aber es funktioniert. Es funktioniert zu 100%. Und da sind teilweise wirklich crazy Superstars und crazy Diamanten mit dabei. Und deshalb probiert es für euch aus, ist nicht für jeden was. Aber yes. Dann so weiter Thema Instagram, wo ich so hängen geblieben bin. Macht auch viel von diesen interaktiven Stories. Das ist das Geilste. Und es muss ja nicht immer straight so, ja, bist du glücklich in deinem Job? Weil diese Umfragen könnt ihr machen. Spätestens nach dem zweiten Mal weiß jeder, okay, in diesen Umfragen geht es ja nur ums Business, so damit du die Leute anschreibst. Und dann votet irgendwann keiner mehr bei euren Stories ab. Deshalb, was meine persönliche Sache auch war, was mich sehr, sehr weit gebracht hat, ich habe meine Follower schon so ein bisschen mindset-technisch programmiert. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt hier rein, ihr werdet zugeballert mit Mindset. Ihr beschäftigt euch auch mit Mindset. Aber der Normalverbraucher macht es nicht. Für die ist es ja alles okay, diese Blase, ich mache 9-to-5, ich bin glücklich in diesem Job, ich will das für immer machen, love that. Und deshalb müsst ihr die so ein bisschen so umprogrammieren, zeigen so, okay, es gibt irgendwo ein Leben außerhalb diesem 9-to-5-Job. Überleg mal wirklich, willst du jetzt wirklich die nächsten 50 Jahre da bleiben, wo du gerade bist und dich nicht weiter vom Platz bewegen? Und das müsst ihr den Leuten ein bisschen unterbewusst klar machen. So, ich bin generell so ein Mensch, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Psychologie. Deshalb gehe ich generell auch so diesen Weg. Ich versuche immer auch beim Prospekten herauszufinden, was das Problem der Leute ist. Damit ich irgendwo aber auch eine Lösung finden kann. Weil erst so, wenn ihr den Leuten überhaupt zuhört, wisst ihr, was ist das Problem? Wie zum Beispiel die eine Person, wenn die extrem Geld macht. Das ist nicht das, was sie will. Ist nicht, dass ihr sagt, ihr macht auch hier Geld. Sie will eher sowas hören, ja, okay, hier hast du mehr Zeit für dasselbe Geld. Es geht allein um die Zeit. Eine Person, die halt sehr, sehr viel Zeit in ihr 9-to-5 steckt, aber kein Geld hat, der sagt so, ey, auch hier steckst du dasselbe an Zeit und bist 5-mal so profitabler. Jeder hat so sein eigenes Problem und ich bin selber fest davon überzeugt, dass IM basically die Lösung für jedes einzelne Problem ist, wenn man hart genug daran arbeitet und 100% focused und committed an den Ganzen ist. Deshalb hört den Leuten auch wirklich zu.
um, je nachdem, diese Lösung zu bieten. Und was auch auf Instagram so ist, dass ihr das Ganze so einfach darstellen solltet wie möglich. Das ist mir auch erst später so eingefallen, dass ihr, die Leute haben halt oft Angst zu schreiben, weil die sehen, okay, die sehen diese Charts, die ihr postet und die wir alle posten. Und dann denken sie sich, Alter, das klingt doch voll kompliziert. So, ich traue mir das eh nicht zu. Weil ihr kennt es, man kriegt einen Deckel von der ganzen Gesellschaft, von der Schule auf eingesetzt. Sorry, ich war bei 20 Verlobten heute, ich kann nicht mehr reden. Aber man kriegt so einen Deckel aufgesetzt und dann ist so zum Beispiel so, ja, okay, du kannst sowas nicht gut in Mathe. So, und dann wirst du es auch im Leben nicht weiterbringen. Und so haben die Leute, die es meinten, so, okay, ich war nicht gut in Mathe. Das habe ich so oft gehört. Ich hab keine Ahnung davon. Ich traue mir das selber auch nicht zu. Voll viele haben ein sehr, sehr, sehr niedriges Selbstbewusstsein, dass sie sich gar nicht erst trauen, so die überhaupt zu schreiben, weil sie sich selber das nicht zutrauen. Das heißt, bau auch teilweise die Leute auf und versucht es so einfach darzustellen, wie es geht. So. Ich meine, wir haben Copy-Paste selbst. Jeder Einzelne hat schon mal was kopiert und eingefügt. Stellt es auch so dar erstmal. Und wenn sie einmal reinkommen, wir sind trotzdem so ein super System, so ein betreutes System, dass es eigentlich für jeden, der committed ist und sich wirklich wie das anschaut, mitschreibt, alles machbar ist. Das ist das Ding. Ich sage das auch immer, dass wir teilweise so ein idiotensicheres System haben. Weil ich persönlich sehe nirgendwo die Schwere drin, irgendwas eins von Apps rauszukopieren und einzufügen, in eine Live-Session zu gehen, dasselbe zu kopieren und dann einzufügen. Da ist keine Schwere dabei. Das kann jeder Einzelne, wenn er sich kurz damit auseinandergesetzt hat. Und das übermittelt ihr auch den Leuten. Und ja, genau, das wollte ich vorhin sagen, mit diesen Leute programmieren, im Sinne von, ich habe damals 2, 3 Monate lang jeden Tag 10 Stories zum Thema Mindset gehabt. Jeden Tag, also spirituelle Weise, Unternehmerweise, jede mögliche Weise, auch Thema Investments. Also ich habe wirklich über diese drei Topics jeden Tag in meiner Story gehabt. Und irgendwann waren die Leute so, ey, du hast mich echt zum Nachdenken angeregt, so. Und das ist das Ding. Weil ihr müsst die Leute dazu bringen, dass sie über das Ganze einmal nachdenken. Und dann, Leute beschäftigen sich nicht mit sich selber. Sie reflektieren sich selber nicht, ihr Leben nicht, so, die leben gerade für den Moment, so, weißt du, hier und da, wegen Party, Wochenende, leben schön und gut. Aber sie beschäftigen sich nicht mit ihrer Long-Term Vision und mit ihrem Long-Term Life, weil generell wird sowas auch nicht gezeigt, mitgegeben. Und wenn du auch nicht mit diesem Umfeld bist, beschäftigst du dich nicht. Deshalb musst du diese eine Person sein, die erstmal diesen ersten Impuls gibt. Und nicht so, wie gesagt, mit diesem typischen Anschreiben, weil dadurch denken sie, okay, diese Person will mir nur was verkaufen. Und dann schauen sie sich das nicht genauer an und checken nicht, dass es hier irgendwie so eine großartige Chance ist. Und das ist so, was ich so von meiner Seite aus wirklich mitgeben würde. Ich habe auch einen Social Media Call gehalten, der ist auch aufgezeichnet. Da bin ich eins zu eins auf Instagram eingegangen. Ich würde da jetzt auch so ein bisschen drauf eingehen. Aber wen das so wirklich interessiert, ihr könnt da ja genauer drauf gehen. Ich habe das schon mal auf einem Team-Call bei euch gemacht. Ich habe schon gesehen, da waren die ein oder andere Person noch mal drauf. Was ich auch voll cool fand, ich habe es auch gesagt, ich biete das noch mal an. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, so, ja, wie ist mein Insta, passt es vom Aufbau her? Da haben mir voll viele geschrieben und so, da habe ich so von meiner Seite aus ein, zwei Tipps gegeben. Könnt ihr auch gerne machen, einfach IG schreiben. Sonst würde ich immer von vornherein drin haben, was macht ihr? Und ich persönlich, ich weiß, das haben sehr viele, aber ich halte da nicht so viel, wenn man nur so Online-Working drinnen hat, weil das auch wieder mit diesen Vorurteilen von den Leuten, weil die Leute denken, LR, Schneeballsystem, so, ich poste Charts auf TikTok, wo ihr seht, wo ich noch schreibe Trading, sonst was, Forex. Und dann sagen die Leute, nee, das ist einfach nur irgendwie LR. Das ist LR. Die verkauft Aloe Vera Creme. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Exactly, genau das. Und das ist aber so, so denken die Leute. Deshalb müsst ihr diese Glaubenseinstellung so Stück für Stück wegradieren und mit so vielen Infos wie möglich ausstatten. Und nochmal zu dem, so dass die Leute wirklich auf euer Profil gehen und sich das Ganze anschauen. Gebt denn auch irgendwas zum Stalken, so. Gebt denen das. Ich hatte damals ein komplettes Highlight drinnen mit Ergebnissen. Wie gesagt, das dupliziere ich auch nicht, weil ich wurde bei Compliance gemeldet und mein Account war gesperrt. So. Das duplizieren wir nicht, aber irgendwie trotzdem irgendwas mit Ergebnissen, wo ihr halt das Ganze draufgeklatscht habt mit den Smileys, dass das nicht so sichtbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber trotzdem irgendwas da ist. Ihr könnt sogar ein Highlight nur mit Charts haben, wo ihr das abfilmt. Weil das ist das Ding. Weil die Leute müssen da auch so ein bisschen hinter den Kulissen sehen. Ich habe zum Beispiel auch, was die Leute sehr, sehr catcht, ist so diese Teamgemeinschaft. Und das ist zum Beispiel bei uns in Nürnberg voll präsent. Deshalb pushe ich damit umso mehr, um halt wirklich auch Locals
anzuwärmen. Deshalb ist das persönlich auch bei mir ein Highlight. Und dann würde ich immer, immer ein Q&A bei euch haben, ein Q&A-Highlight, wo ihr alle wichtigen Fragen wirklich klärt. So, natürlich, ihr stellt euch die Fragen selber, weil kein Mensch wird sich genau diese Fragen stellen. Aber solche Sachen. Ab wie vielen Jahren ist es? Muss man sehr viel Geld reinstecken? Muss man sehr viel Zeit einstecken? Nein, kann ich das auch neben der Schule, neben der Arbeit, neben dem Studium machen? Ja, kannst du. So, diese Vorfragen, die halt jeder hat, so, dass ihr das einfach so mitnimmt in dem Q&A, das am besten speichert als Highlight, dass die Leute sich da auch immer informieren können. So, ihr müsst immer so schauen. Eure Instagrams sind teilweise richtig, richtig geil ausgelegt, aber ihr müsst aus einer Person-Sicht schauen, die absolut keinen Plan hat, was Trading ist, was es an Online-Work-Möglichkeiten gibt, außer Schneeballsystem. Und was kann man machen? Wie funktioniert das Ganze? Deshalb versucht, da in diese Richtung das wirklich so auszulegen, was ihr gerne sehen würdet, wärt ihr ein Neueinsteiger. Welche Infos wären euch wichtig? Beziehungsweise überlegt überhaupt zurück. So, wie seid ihr gestartet? Was hat euch überzeugt? Was waren eure Ängste? Und verpackt das alles in eurem Instagram. Also don't be shy, zu viel zu posten in euren Highlights. Packt so viele Infos rein, wie es geht. Weil das ist im Endeffekt, es kann diese eine Info sein, die genau diese eine Person überzeugt. Und lieber habt ihr mehr als weniger. So auch, was würde ich euch noch empfehlen? So in eurer Bio, klar, nochmal alle Details. Ich persönlich würde auf niemals so irgendwie Retired Young in die Bio reinstecken. Das haben sehr, sehr viele als Website. Ist von mir persönlich so eine Empfehlung, macht das nicht. Weil ich denke, wir wissen alle, was für Artikel generell kommen, wenn man Retired Young googelt oder IM Academy. Und deshalb gebe ich den Leuten gar nicht erst den Namen von unserer Company, bis die auf dem Webinar waren, es gehört haben und die sie aber schon gesigned haben. Meistens hören sie das dann im Nachhinein so, wenn sie das überhaupt googeln. Und das ist das Ding. Weil allein jetzt bei Retired Young ist ein frischer Artikel raus, wo ist ja Scam-Firma lockt mit Dubai, luxuriösen Dubai-Lifestyle. Deshalb, da würde ich ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht drin habt, weil im Endeffekt, was machen die? Die Leute gehen dann auf euren Link und registrieren sich, wenn nicht freigeschaltet, so Sache auch gegessen. Deshalb, was ich jedem empfehlen kann, ich weiß, dass da manche ein bisschen vorsichtig sind, wegen Creeps und Nummer, aber packt einfach euren WhatsApp-Link rein. Weil das macht es so viel einfacher, vor allem wenn ihr WhatsApp-Business habt. Das hat mein Leben so erleichtert mit Labels. Und da könnt ihr ja diese vorprogrammierten Nachrichten machen. Ich muss nur so einen Strich machen und dann kommt schon diese Begrüßungsnachricht für die Leute. Das nimmt euch super, super viel Arbeit. Leute fühlen sich vielleicht ein bisschen direkter angesprochen, dass sie euch wirklich auf WhatsApp schreiben können. Und das nächste wurde auch beim P6-Event gesagt, ihr könnt ja diese Chats so labeln. Das heißt, ich label zum Beispiel eins meiner Prospects und ab und zu vergesse ich Leuten zu schreiben oder den Prospects zu antworten oder sonst was so. Da bin ich echt ein bisschen schuldig. Aber ich gehe dann immer wieder auf meine Labelsammlung. Ich schaue, okay, da hat was gefehlt. Hier antworte ich nochmal. Und dann weiß ich auch Wochen, Monaten später, okay, ich hatte doch ein paar Prospects, was war mit denen? Ich kann nochmal den Chat durchgehen, was war der Grund, was war? Kann die nochmal schreiben, hab ja deren Nummer. Und vielleicht sind die dann ready. Yes. Das ist so mein Ding. Und bei mir persönlich war das jetzt so, mir hat bis jetzt noch kein komischer Mensch geschrieben über WhatsApp. Obwohl halt meine Nummer komplett öffentlich ist. Also, und bei meinen Mails, die das alle drin haben, ist das auch noch nicht passiert. Aber für die, die Angst haben, ich habe auch eine, die hat sich einfach nur eine extra SIM-Karte bestellt, hat ins alte Handy getan und diese neue Nummer einfach da. Das heißt jetzt so ein komplettes IM-Handy. Was eigentlich auch mega, mega praktisch ist, weil sich das Ganze nicht vermischt. Yes! Okay, ich überlege, was ich euch noch mitgeben kann. So TikTok, Instagram. Ich habe alle meine Hacks geteilt, die ich mit euch teilen konnte, was ich euch noch eventuell mitgeben kann, weil das habe ich letztens erst gemacht. Ich war gar nicht mehr aktiv auf Snapchat, aber ich habe mir überlegt, okay, wen habe ich auf Snapchat? Das sind ja in der Regel immer so diese warmen Kontakte, diese engen Leute, so, die man so einfach vor Ort hat. Und dann habe ich eine ewig lange Story gemacht auf Snapchat, wirklich eine ganz, ganz lange. Ich habe ein halbes Webinar selber auf Snapchat gehalten und teilweise auch ein bisschen die Zinstabelle gezeigt, Zinseffekt. Ich habe live getradet, also ich habe Snap gemacht, wie ich gerade einen Trade gesetzt habe, habe auch gesagt, ey, super, super easy, einfach nur einfügen, das müsst ihr so verkaufen. Und ja, und dadurch haben mir dann auch wieder ein paar geschrieben, die wieder aus Nürnberg sind, die sich das Ganze angeschaut haben und dann so geschrieben, okay, bei dir klang das immer so, klang ein bisschen kompliziert, als du das gepostet, aber irgendwie kommt es jetzt so viel einfacher rüber. Ich würde es mir auf jeden Fall mal anhören. Genau.
Ich persönlich weiß nicht, ob Marc da noch was sagen würde, aber ich würde sonst sagen, dass wir ein Q&A machen können, wenn ihr Bock habt. Ich weiß nicht, Makado, willst du noch irgendwas Yes, sagen? yes, 100%. Ey, ey, erstmal drop mal am besten rein in den Chat, ja, für die ganzen Nuggets. Das waren so kranke und leichte und simple Nuggets, die man direkt umsetzen kann. Und ich würde mal sagen, ja, ich würde auch direkt ein Q&A machen. Ich denke, es macht am meisten Sinn, dass wir einfach eine kleine Fragerunde machen. Also an die Person, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Frage, wo es zum Thema TikTok geht, wie ich mein erstes Video mache, wie ich auch in die Umsetzung komme. Weil oft ist es so, dass es halt ist, dass die Leute halt nicht in die Umsetzung kommen, weil die halt zu viel Unklarheit haben. Deswegen, ich würde dann sagen, schreibt mal am besten in den Chats die Fragen, die ihr einfach jetzt gerade habt. Ja, weil jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, weil ich sage euch, wie es ist, die Lady, die ist so beschäftigt. Also wenn ihr sie auf Insta schreibt, könnt ihr mindestens ein paar Tage warten, bis ihr eine Antwort bekommt. Deswegen check auf jeden Fall ab, dass ihr jetzt schon die Fragen alles klärt, was ihr jetzt gerade habt, einfach so in den Chat. Und wie sollen wir es am besten gestalten können? Sollen wir die entstummen oder einfach so in den Chat schreiben? So. Sagst du, okay, perfekt. Ich entstumme mich wieder, warte. So. Yes. Von meiner Seite aus, mir egal, was ich lieber ist, wenn jetzt ihr entstummt euch. Safe. Also ich würde sagen, einfach am besten in den Chat Fragen stellen oder halt, wer möchte, kann sich auch, kann mir schreiben, ich kann ihn direkt entstummen, dann kann ich auch so die Fragen so stellen. Das ist auch gut. Und ey, ich wollte auch zu mir auch sagen, bei mir, ich mache es jetzt nicht, aber ich denke, das ist eine allgemeine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt mit TikTok anfangen würde, okay. Du hast ja auch gesagt, so von 10 Videos gibt es vielleicht ein Video richtig fett viral. Wie läuft es da überhaupt ab? Wo kann man sich am besten die Videos so abholen, die Videos irgendwie abgucken, wo man sagt, das macht am meisten Sinn? Weil du hast ja am Anfang ja viel von Quera und so weiter kopiert. So war es doch, ne? Mache Geil. ich immer noch. Okay. Glaubst du, man kann da einfach so einspringen, so auf den Zug oder was sagst du so? Wie meinst du? Ja, mach einfach. Ich würde ein bisschen Originalität reinbringen, weil es geht mittlerweile teilweise, okay, ich habe gesagt, ist ja geil, wenn mehrmals dasselbe ist, aber manche Videos sind echt ausgelutscht. Ich habe ein Video von uns so ungelogen mindestens 30 Mal gesehen. 30 Mal von uns, von anderen IM-Leuten, von IM-Leuten aus Amerika, von Covera-Leuten, von deutschen Covera-Leuten. Schaut einfach welches, schaut euch durch, weil wenn ihr euch mehr so mit dieser Seite auf TikTok beschäftigt, dann ist es mehr so auf eurer For You-Page generell solche. Und nein, ich mache kein Dropshipping. Meine zwei Online-Shops haben als Small Business gestartet. Ich habe das Ganze gestartet, indem ich das bei mir zu Hause hatte. Das heißt, ich design alles, ich brande das, aber ich habe ein komplettes Zimmer voll, so ein Bürozimmer, wo alles bei mir ist. Deshalb scheiß auf meine Umsätze. Ich habe gute gemacht, aber ich war halt wieder in dieser Cashflow-Diagramm, kennt jeder. Ich war in diesem Selbstständig-Ding mit meinem Online-Shop. Deshalb habe ich aufgehört. Kuvera ist nicht wichtig, nicht wichtig. Das ist einfach eine andere eine Trading-Marketing- Company, aber ich weiß eh nicht, wie die legal sein kann, weil die machen ein paar Sachen, die halt in Deutschland illegal sind. Soweit ich es mitbekommen habe. Also deshalb mussten die auch ihren Namen eigentlich ändern. Das ist wieder ein Thema. Ich glaube, dazu können wir demnächst nochmal einen Call machen. Das ist so unwichtig ist es. Warte, da war eine Frage. Wie viele Videos post zum Tag? Ja, mittlerweile will ich gar nicht. Ich will gar nicht prospekten, weil ich komme zeitlich nicht dazu. Ich kann einfach nicht mehr. Deshalb poste ich eigentlich gar nicht. Damals habe ich so einfach nach Lust und Laune gepostet, weil bei mir sind die relativ schnell viral gegangen. Bei manchen Leuten vielleicht jetzt nicht so. Da müsst ihr wirklich euer Plan rausfinden. Wie gesagt, früher oder später wird schon eins viral gehen. Aber ja, bei mir war jetzt auch zum Beispiel. Das am krassesten viral gegangen ist, ist das, was ich so auf Schnelle gestern gedreht habe. Also so, wie mein Name geschrieben wird, Kyra, und dann E, und dann ein G, und dann ein H. Kannst noch nochmal in den Chat schreiben. Könnt mir auch gerne auf Insta folgen. So. Sonst noch Fragen, Guys? Kann ich euch bei irgendwas helfen? Yes, guck mal, ich würde dann sagen, wenn wir jetzt sofern keine Fragen mehr haben, erstmal, Freunde, drop mal am besten eins in den Chat, ja, für Kaiwa, die jetzt die ganze Zeit hier ist.
und mit uns das Ganze hier macht. Ja. Und ich bin auch extrem dankbar, ja, für die Nuggets gerade, die kann man direkt umsetzen. Und ich würde dann sagen, sofern wir dann keine Fragen mehr jetzt haben, lass einfach den Call beenden. Ich habe Recording, werde ich auch hier direkt auf hier. Okay, es kommen irgendwie gefühlt 10 Fragen jetzt. Nein, müssen muss das noch erstmal durcharbeiten. Ja, und dann können wir dann, denke ich mal, den Call beenden. Und yes, let's go. Hier ist noch eine Frage, ich weiß nicht, ob, soll ich es dir vorlesen oder? Ja, bitte. Hier, mein Insight ist komplett leer. Was empfiehlst du mir, was ich als erstes verändern soll? So. Okay, also ich sag mal so, man muss jetzt nicht der krasseste Poster sein, aber ein, zwei Beiträge müssen schon sein, so einfach damit man weiß, wer ihr seid. Und wenn dein Insta komplett leer ist, schau dir echt bitte meinen Social Media Call an. Der geht wirklich fast eine Stunde und ich gehe auf jedes Detail ein, nochmal ganz genau. Das kann ich jedem empfehlen, so ein Thema Instagram. Was in euren Highlights sein sollte, was gepostet sein sollte, was in eurer Bio sein sollte, was in eurem Namen sein sollte. Wirklich detailed Social Media Call. Nice. Da oben war noch eine Frage. Ich lese es am besten vor, es ist von Amani und zwar, was kannst du Anfängern am besten so empfehlen? So? Geil, das ist wie so eine Quizshow gerade. Was meinst du mit Anfängern? Einfach machen. Einfach machen. Bei TikTok gibt es wirklich keine Regeln. Poste, was du willst. So. Einfache Sachen posten, weil in der Regel sprichst du jetzt keine krassen Leute an. Deshalb einfach was so ein bisschen catch. So. Mir schreiben Leute, ich bin broke, ich bin Dauerpleite, wie mache ich Geld? So schreiben mir halt die Leute. Dementsprechend gebe ich halt auch diesen Content, aber das catcht die auch. Yes, Ja, halt Specs. Man kann mit jeder Scheiße viral gehen. Früher oder später geht immer was viral. So. Wie gesagt, ich bin auch so, TikTok ist eigentlich eine crazy Möglichkeit. Deshalb nutzt sie, solange ihr sie könnt, weil keiner weiß, wie lange diese App noch da sein wird. Ihr könnt echt ausgeschaltet werden an viele Leute. Und Instagram Reels. Aber da würde ich jetzt echt so differenzieren. Da würde ich jetzt nicht unbedingt diese TikTok-Videos posten auf Instagram und auf die Sachen, die ihr auf Insta postet, nicht unbedingt auf TikTok. Einfach, yes. Kannst du mir noch am besten das Video schicken, was du eben gesagt hast, was du aufgenommen hast? Das ist bei Retired Young, bei Aha. aufgenommene Calls. Okay, ich check mal kurz ab. Ich kann es dann später nochmal schicken. Doch, ich schicke mal durch. Aber übergreifend. Okay. Ja, okay, ey, dann würde ich sagen, Freunde, wenn wir sofern nichts mehr haben, ja, erstmal vielen Dank, wie gesagt, Kaiman, let's go, ja. Lass das Ganze einfach ab dem Punkt hier beenden. Ja, über welche beenden ich komme ein paar Fragen. Deswegen Da war noch nehmen wir bis morgen noch hier. Ja. warte, was war da? Irgendwas mit Face Stories? Ja, Face Stories, schön und gut, macht die, sind ein geiles Ding. Jeder sagt euch, Face Stories ist alles. Es ist nicht alles, es ist ein extrem wichtiges Ding, aber Leute skippen trotzdem. Deshalb würde ich immer so diese Untertitel machen. Wisst ihr, was ich meine? So diese Keywords, die ihr anspricht, immer noch mal hinschreiben. Aha. Ja, So. safe, safe. Das ist auch eine Sache, was ich auch jedem empfehle. Ich habe auch damals war ich immer so behindert. Ich habe immer normale Face-Stories gemacht. Aber der Punkt ist nur, Instagram ist eine Seite, was Leute auch, Leute wollen sich die Nuggets, zumindest die Informationen abholen, aber wollen nicht oft Ton anhaben. Ja? Und wenn du nicht wirklich schreibst, das, was du sagst, dann checkt auch niemand wirklich was. Ich habe es wirklich erst seit nach Monaten gecheckt. Das macht so vieles aus. Immer das, was ihr sagt, auch wirklich in den Chats, zumindest das so zu schreiben, dass Leute es auch so verstehen können. Ohne dass die auch den Ton anhaben. Es ist Nugget von Meister damals gewesen. Yes. Yeah. Ich bin jetzt nicht der Beste, der heftigste Social Media, sag ich mal, G, aber das habe ich auf jeden Fall gelernt, das weiß ich. Top. Yes, dann sage ich, let's go, lass es so machen, Clara. Ja, hat mich extrem gefreut, Freunde. Der Recording werde ich heute noch runterladen und das andere Video von ihr werde ich auch gleich auch euch in den Gruppen hinzufügen, zuschicken. Let's go, hat mich gefreut. Peace out. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Legal day, that's serving. Spin his luck, swerving. Hit him up, close curving. I hope that you're ready to rumble. Cause I brought my weapon with me, I don't tussle. Only the gang, I don't trust you. Choke out your neck, I won't move a muscle. I got my Suvi, he gon' come and brush. My dog off the leash, he don't need a muzzle. Be a treat, you thinkin' she love you. Get to the breach, no time to cut her. Keep it discreet, move with your stutter. It's sure you're freak, under the covers. The sheets, ain't using rubber. Cause I'm back, I made her stutter. I hope you're ready to rumble. Call her my Suvi, brush her. Freak, rush her. That talk, she love you. Okay, Keno, I see you.
Lost in the niggas, know the fucking vibes. Niggas ain't never gonna die. Yeah. I'm like, Robert, 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 I'm like, Robert,